Was hat es mit der Ashura-Suppe auf sich? Die Ashura-Suppe ist nicht gut, weil zu viele Bid'ah-Rezepte drin sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ashura-Suppe, liebe Geschwister, wurde in den letzten Jahren erfunden. Und dieses haben die Leute so verbreitet, dass man denkt, man muss zu Ashura was essen? Eine Suppe. Yani, subhanallah. Wo sind unsere Leute? Wo sind unsere Leute? Ja, demnächst machen wir einen Einhornkuchen zu Ashura. Was seht ihr davon? Machen wir. Und dann sagen wir, ihr müsst das essen, ansonsten ist eure Ibadah nicht angenommen. Ist unsere Religion so, dass jeder anfängt zu reden, was er will, und dass jeder macht, was er will? So würden wir nach wenigen Jahren keine Religion mehr haben. Aber weil es immer Leute gab, die auf der Sunna waren und die Sunna verteidigt haben, walhamdulillah rabbil alamin, haben wir noch unsere Religion. Ya dhakir al-ashab, kum mutaaddiba.